Okay, jetzt schlage ich mein Bad. So, das Erste, was du tun solltest, ist einfach gucken und hoffentlich genießen. Das Zweite, was du tun solltest, du solltest etwas Emotion zeigen. So, entweder kannst du ein bisschen glücklich sein oder ein bisschen sauer sein. Ich finde es sehr wichtig, dass das irgendwie rauskommt. Und ich finde es auch wichtig, dass diese Emotion, also wie stark die ist, egal ob negativ oder positiv, dass die gleich ist. So nicht richtig sauer sein, wenn du schlecht spielst, und ja, ein bisschen glücklich sein, wenn es gut klappt. Das merke ich sehr, sehr oft. Sei einfach gleich. Aber es ist notwendig, das kurz ein, zwei Sekunden ein bisschen rauszulassen. Natürlich sollten die Mitspieler es nicht unbedingt mitbekommen. Und jetzt möchtest du bewerten. Und das mache ich meistens, während ich noch in der Endposition stehen bleibe, was sowieso gut ist. Man möchte ausbalanciert am Ende sein, damit das Treffen auch gut ist. Und jetzt in der Bewertungsphase ist meine Frage, das, was ich bei der Pre-Shot-Routine gedacht habe, gewollt habe, mein Ziel, habe ich diese Aufgabe gemacht? Habe ich es erfüllt, was ich wollte? Jetzt werde ich neu anfangen. Der Schlag ist vorbei. Und was mir immer hilft, und das empfehle ich immer meinen Schülern, ist dann ganz kurz, während ich jetzt zurück zur Tasche gehe, einfach die Natur anschauen. Und so kommst du runter und so darfst du neu anfangen. Das ist eine Post-Shot-Routine. Probier es aus.